So, Leute, willkommen zurück. So, ich liebe dieses RPG Teil 3. Und wir sind hier immer noch an dem überhaupt nicht aussehenden Strand. Nein, an dem überhaupt nicht nach Strand aussehenden Strand. Zungenbrecher, ahoi. Und sind eigentlich schon relativ weit in dem Gebiet vorgedrungen. So, ich habe lange nicht mehr das Spiel gespielt. Was ist hier eigentlich jetzt Terraris hier? Kann ich irgendwas forgen? Ah, ich kann das da forgen. Einfach aus Prinzip. Was ist das? Oh, Bombenelement. Wird auch später wichtig. Nichts, nicht. Oh. Boost the power of Lucky Star and Star Shower. Okay. Resistance Thunder. Thunder Resistance. Ist nicht schlecht. Heal und Heal More wird verstärkt. Oh, das ist cool. Ich muss einfach auch mal das hoch. Was ist das hier? Flower Resistance to Earth and Poison. Okay. Female Armor. Ja, okay. Okay, did we miss something? This place is like a maze. Maybe there's another entrance to the other side. Ja, haben wir schon erkundet. A floating eye? What an original and interesting enemy. Gab's auch schon im ersten Teil, diese Viecher. Und hier sind sie genauso nervig. Beast Tamer. 874 HP, Gift und Blitz sind... das mögen sie nicht. Hast du den Blitz? Nee, was mache ich mit dir am besten? Brauchst du eine neue Waffe, weil ich glaube nicht, dass die... Oh doch, die können vergiftet werden. Stimmt doch, die können vergiftet werden. Earth Holy Bomb. Aber davon hat sie gar nicht... Doch, sie hat Holy hier. Natürlich hat sie Holy. Warnmengel. Oh, alles kein Thema. Bam. Aber da kommt noch eine zweite Welle, wie ich gerade sehe. Was haben wir hier? Och Gott, so ein heiler Viech. Hä? Ich sehe gerade eben, ich habe die Biene hier noch gar nicht gescannt. Holy Thunder Icewind. Nö, habe ich nicht. Okay, jetzt habe ich das auch erledigt. Noch sie. Kannst du das Vieh ausschalten? Ja, wunderbar. Okay, dann ist das Heilen schon mal untersagt bei denen. Wenn ich mir das so ansehe, überlege ich mir, ob ich das vielleicht lieber auf Epic hätte spielen soll, weil das ist ja momentan doch ein bisschen easy. Aber ich will meine Fresse nicht zu weit aufmachen. Das Spiel ist ja noch mehr oder weniger in der Anfangsphase. Das wird noch, Leute. Oh ja, das wird wirklich noch, Leute. Wenn ich da so an spätere Welten denke. Was habe ich eigentlich gerade für ein Bullshit gemacht? Egal, das regelt sich alles. Bam! Yay! Okay, sind wir auch hier fertig. Hier haben wir ein bisschen Zeugs für die Stats. Well, that's sure a nice view. Maybe this place ain't so bad after all. They dragged me out to the fishing with him, but I'd rather try novel surfing. How about I wanna give you a try at least? Come back when you try it. Ja, in diesen... Ich hab's in der ersten Welt vergessen. Scheiße, es gibt nämlich in jeder Welt nämlich einen bestimmten NPC, mit dem man reden kann, der ein Minispiel für uns bereit hat. Es ist einer von denen. Minigame 2. Ihr habt den in der ersten Welt, habe ich vergessen. Kann ich ja zeigen, wenn wir den Kristall finden. So funktioniert das Spiel. Wir sind hier dieser kleine Wal und... müssen uns halt eben hier mit den Pfeiltasten bewegen. Wenn wir halt eben Objekte wie Steine berühren, dann verlieren wir Münzen. Und das Spiel endet, wenn da um die Zeit vorbei ist. Was man sich damit erangeln kann, sind halt eben, wer hat's gedacht, Münzen. Wenn man halt eben mal irgendwann so unter Geldmangel oder sowas leidet, dann kann man halt eben auch mit Minispielen hier seine Kasse ein bisschen aufhäufen. Aber es ist generell effektiver, sich seine Münzen im Kampf zu holen, weil das Geld, was man hier kriegt, ist eher im Keller. Um es mal so auszudrücken. Ach, Antivirenmeldung. Was willst du schon wieder? Oh! Man kriegt auch Achievements hier, wenn man gut genug ist. Ja, da wurde ich getroffen. Ja, man kriegt Achievements, wenn man halt eben eine gewisse Anzahl an Dingsen
gesammelt. Oh, das Ganze wird immer schneller. Aber ich glaube, das ist in der Flashcam-Version irgendwie schwerer. Ich glaube, da ist die Hitbox nicht so gerecht. Ich glaube, die hat die kleiner gemacht. Aua. Man hätte nichts sagen sollen. Also man kann in jedem Minispiel auf jeden Fall 2 Achievements bekommen. Ein Achievement, wenn man gut ist, und ein Achievement, wenn man sehr gut ist. Oh, ist auch ein schönes Ding. Das gibt es nämlich im 4. Teil, glaube ich, sogar gar nicht, die Minispiele. Naval Surfer. Ja, 2 Achievements haben wir gekriegt. Das heißt... wenn man 80 Punkte oder wenn man 130 bekommt, man kriegt dann auch Geld. Und ich sehe, wir können in das erste geheime Gebiet. Aber das mache ich alles, wenn wir den Kristall finden. Jetzt kämpfen wir wieder ein bisschen. Und da sehe ich sofort wieder meinen allerbesten Freund auf der gesamten Welt. Luftangriffe waren schon immer effektiv. Und weg damit. Och nee, so ein Magiervieh. Oh, die... Boah. Dark. Da habe ich was Schönes. Ja, bam. Oh, 1000 Schaden. Also unsere Kraft kehrt schon wieder zurück. Die Musik ist schön. So, wen machen wir jetzt alle? Ich würde sagen, wir machen den da alle. Den Augenball kümmere ich mich ganz zuletzt. Oder ich nutze einfach, was mir zur Verfügung steht, und greife mit Blitz an. Oder das ist denen ja egal. Ich greife mit Bombe an. Bombe ist immer effektiv. Das trifft immer. Macht immer Schaden. Manchmal nicht viel, aber es macht immer Schaden. So, weg mit dir. Ach, ist ja schon die letzte Welle. Sehr schön. Machen wir den dann noch hier. Und dann wird Lance es beenden. Jawohl. Okay, sehr schön. Hallo. Darn it! Thing keeps getting away. You see, it's a giant squid I'm after. I heard one of those can sell for a hefty price. Watch out if you ever find one though. Its tentacles can stun and poison you. Ja, das sind ein paar Tipps für den Boss, den es hier in diesem Gebiet gibt. Ich muss ja nicht gleich nach jedem Kampf immer speichern. Das ist eine Katze mit einem Bier in der Hand. Ach, das Spiel ist immer für einen Lacher gut. Erde. Dann würde ich sagen, ich mache hier einen Flächenangriff. Um die blöde Katze wegzukriegen, die tatsächlich den Scheiß überlebt hat. Wird sie das aber nicht überleben. Alter, jetzt hatte ich schon Schiss. Also Schaden machen sie ja an sich ja schon. Holy Thunder. Holy Thunder Ice. Ja, geht. Wir haben mal Poison Thunder. Och, die Potsau ist ausgewichen. Okay, sehr schön. Ach, das war's ja schon. Cool, dann können wir hier runter. Und da ist... Ah, hier. Zeugs. Night Armor. Heavy Armor. Heavy Night Armor with high defense, but many weaknesses. Many Weaknesses hört sich ja schon super an. Super zum Verkaufen, wenn man das hier in diesem Spiel könnte. Guys, what's happening over there? That doesn't look too healthy. That's where we headed, unfortunately. Doesn't look like there's a very right direct path through. Guess we're gonna have to go around the sea. That mountain is causing global warming. Also die haben halt eben gesagt... Da hinten ist ein Vulkanausbruch und das ist, da müssen wir halt eben hin. Da drin ist der Dämon, den die drei Vollidioten hier auferweckt haben. Könnt ihr eigentlich irgendwas richtig machen? Außer hier töten. Irgendwas lädt gerade runter und ich weiß nicht was. Das ist ja nur eine Welle, aber dafür eine nicht ganz so leichte.
Ja, ja, macht doch, was ihr wollt. Ihr könnt mich eh nicht töten. So was willst, was magst du nicht? Du magst Erde nicht. Habe ich was Schönes? Ich müsste mal Erde aufstufen eigentlich. Holy. Oh, das Ding ist gegen Blitz anfällig. Während das andere dagegen resistent ist, oder? Yep. Aber gegen Bombe. Sowas mag ich ja, wenn Viecher gegen Bombe anfällig sind. Ich glaube, wir können sogar in diesem Part schon zum Boss gehen. Yep. Es ist nur noch ein Gegner. Hallo. Na, fool that stunt can't avoid attacks. Oh. That's a great chance to unleash your full fury upon it. You could also try debuffing its evade states as well. Remember to try out many status effects on foes and avoid getting them on yourself. Ed. See all that smoke coming from the mountain? A lot of adventurers seem to be headed in that direction. By boat would usually be the fastest way, but tidal waves destroyed all the boats. The route round the sea is pretty long. Der hat halt eben gesagt, dass Gegner, die gestunt sind, nicht ausweichen können und dass wir halt eben sorgen sollten, dass wir viele Gegner debuffen. Und der hat halt eben gesagt, dass viele Abenteurer sich zum Vulkan aufgeben oder aufbrechen. Und dass der Weg mit dem Boot am schnellsten wäre, aber riesige Wellen haben alle Boote zerstört. Ungefähr so hat er das gesagt. So, und da haben wir auch schon den Boss. Aber bevor wir uns um den Kerl widmen, widme ich mich um den hier, weil die bewachen nämlich den Kristall da hinten. Dann kann ich auch erstens in das erste geheime Gebiet. Dann machen wir den Boss doch auch erst im nächsten Part, weil es wird ein bisschen Arbeit. Warum, werde ich euch sagen. Leicht wird es auf jeden Fall nicht wirklich. Ach, er darf noch, dann macht es hier. Ist irgendjemand vergiftet? Ja, super, der gestorben ist. Ach, und er hat Scheiße. Oh, Viech da hinten. Geh drauf. Hier, mach mal das da. Armange! Und du mach mal. Einfach weil ich es habe. Okay, hätten wir das. Und ich muss mal kurz wohin. Okay, da bin ich wieder. Ach, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. So. I'm a grand mage from the far east. I travel here to inspect the condition of this nation's waters. I must say, I find the condition of the water here quite fascinating. It contains traces from all sorts of exotic minerals. Okay. Hey, how about it? I trade you with a mythical ice staff for some red stones. Why? Cause my father forged new staffs from these gems. Die haben wir gerade parat. Wow, they're so pretty. Here you have your staff. Da haben wir jetzt einen neuen Stab. Und ein bisschen was zum Fressen. So. Gehen wir zum Kristall und hier hin. Ja, hier hin. So, gehen wir zuerst in das geheime Gebiet. So seht ihr, die Gegner, die sind jetzt alle wieder aufgetaucht. Das gilt aber nicht für die Gegner, die uns im Weg stehen würden. Das heißt, der große Schleim da unten ist weg. Und der Ritter, der da unten steht, der ist jetzt auch weg. Jetzt sind wir nämlich hier. Thee who read this shall enter the wreath of fallen heroes. Strange looking place. Looks like a last minute addition. Signs there's no background. Sure is. Guess there's gonna be a lot more secret areas like this. Better keep a lookout of them. I wonder if we'll have enough medals for the others who took us enough efforts just to get in here. Also medals sind hier die Achievements. So, jetzt kriegen wir hier viel, viel Waffen und hier ist ein geheimer Gegner übrigens. Also so ein nicht sichtbarer Kampf können wir flüchten. Ja, wir könnten theoretisch hier wieder cheaten, aber das erkläre ich ein andermal. So, auf alle Fälle haben wir hier schon einen Gegner, den wir eigentlich noch gar nicht sehen können in der Hauptstory.
der hier aber jetzt einfach schon mal auftaucht. Ach so. Ja, sie hat keinen Flächenangriff. Das ist irgendwie doof. Die sind aber nicht sehr stark. That looks like a pretty high-tier foe. Hope it doesn't disappoint. Ja, die sollten wir eigentlich auch noch gar nicht sehen. War irgendwie eine schlechte Idee, jetzt schon hierher zu kommen. Demonic Entity. Wind Bomb Ice. Okay, wie viel Leben haben die? Ah, es ist ja wenig. Es ist ja nur eine Handvoll. Und Schaden. Oh, ist ja süß. Was wollt ihr denn damit? Hier, guck. So geht das. Boah, die Potzau hat tatsächlich überlebt. Ich hoffe, die nimmt durch Blitzschaden. Natürlich nicht. Aber durch Bombe. Machen wir den jetzt mal kaputt. Und zack. Und jetzt noch du. Danach kommt die letzte Welle mit einem Busch, der aber sehr stark ist. I don't think there's any hospitals in this game. Unfortunate for you. Boah. Habe ich ihr? Nein, habe ich natürlich nicht. Dann muss ich das so machen. Ich erinnere mich, ich muss mir Kaffee kaufen. So, Fire, Earth, Wind. Machen wir mal die Busche kaputt. This is a one big ass bush. Der ist gar nicht mal so schwach, der Kerl. Hat er jetzt nur wegen den Critical Hits so viel Schaden gemacht. Denn eigentlich ist er nicht mal ein Zwischenboss. Yay! Okay, Zeugs. Oh, eine neue Skill! Geil! Sogar eine sehr, sehr gute Skill. Okay, dann sind wir hier fertig. 17 Minuten, ich würde sagen, mache ich den Boss wirklich erst im nächsten Part und Gölle. Und werde mich jetzt erstmal im Shop nochmal ein paar Kaffee kaufen, weil 2 ist ein bisschen riskant. Nur 2 in der Tasche zu haben. Ja, 14. Sind 16 ist schon eine bessere Wahl. Pumpkin. Ach, was habe ich eigentlich alles für Sachen bei mir? Ach, 12, 17. Das ist eigentlich alles okay, so wie es ist. Ich könnte ja ein paar von denen hier verkaufen, weil da bin ich ja jetzt draußen. Jetzt kann ich mir ja die ganzen Pumpkins hier kaufen. Eiscreme, ja. Ist auch hilfreich. Okay. Dann schlafe ich nochmal eine Runde. Um alles wieder aufzufüllen. Dann würde ich sagen, ich gehe zum Boss, rüste mich entsprechend dafür auf und dann machen wir den Typen im nächsten Part. Ich denke, das ist ein guter Plan. Nicht für euch, weil ihr wollt das Viech alle sehen, aber für mich. This looks like a this giant squid we heard about. Better get ready for a serious fight. It's a wild animal. What's the worst it could do? Skills. 10.000. Du hast hier was anfangen. Gibt es Besonderes? Fangen wir mal bei denen an. So ein Eisangriff ist auch nicht schlecht. Und dann kriegst du hier noch Unleash. Hier. Ja, das kostet alles zu viel. Ja, das ist noch ein bisschen sehr teuer, leider. Oh, da. Hätte nicht sein sollen. Heal more. Ja, können wir aufstufen. Siphon ist auch eine gute Skill. Revive ist ebenfalls ein gutes Skill, dann noch ein besseres Heal More und Eis aufgestuft. So, hier gebe ich dir den Dark Blast. Und ein stärkeres Plasma, ein stärkeres
Feuer und Debilitate und Leash. Ist noch irgendwas, was ich tun kann? Ich könnte hier Misc-Items verteilen. Was für sie? MP kriegt immer er. Attack braucht eigentlich Lance mal ein bisschen was. Defense. Magischer Angriff. Gehen alle ein. Magische Verteidigung will ich auch jedem eins geben. Zielgenauigkeit, dem Matt und Natalie. Ausweichchance, Matt und Matt. Und dann wollte ich mich noch ausrüsten. Genau. Das kann er behalten, weil das ein Giftschwert ist. Hier gebe ich dir mal das hier. Und du hast nicht unbedingt. Das hat er gerade ausgerüstet. Ja, das kann er auch behalten. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao!